Leute, es tut mir so unfassbar leid, dass ich euch das antue, aber ihr müsst euch dieses Video bis zum Ende anschauen. Weil ich weiß nicht, am Anfang sieht es so richtig ekelhaft aus, aber es sieht am Ende so geil aus. Und ich will das unbedingt haben, wenn irgendjemand weiß, wo... Hä, was ist das denn jetzt für ein Filter? Wartet mal kurz. Entschuldigung, ich hatte nicht gemerkt, dass ich einen Filter an hatte. Ups, passiert. Auf jeden Fall, back zu dem Video. Wenn ihr wisst, wo man das essen kann, bitte schreibt zu mir. Ich fliege in dieses Land und ich hole es mir. Ich bringe euch auch eins mit, versprochen. Ja, leider muss man hier bei diesem Video ein bisschen lange warten. Ich weiß nicht, warum wir das alles so genau zeigen, weil mich interessiert eigentlich nur das Endergebnis. Obwohl, das ist auch interessant. Kann man das eigentlich selber machen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde halt gerne wissen, was für einen Teig sie am Anfang verwendet haben oder was das war. Ich finde es auch krass, dass da einfach drei Eier verwendet werden und dass man die am Ende einfach nicht mehr sieht. Keine Ahnung. Egal, ich versuche euch jetzt eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen, weil das dauert leider noch ein bisschen. Ich erzähle von meiner Fahrprüfung. Oh mein Gott, die war so anders schlimm, ne? Ihr müsst wissen, ich kann absolut nicht Auto fahren. Ich weiß auch nicht, wie ich sie bestanden habe. Aber bei meiner Fahrprüfung